Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Forza Motorsport im Multiplayer. Und im Multiplayer bin ich nicht alleine, da ist Mezzo mit dabei. Hallo an dich, Mezzo. Hi. Au, du warst laut. Ja, ich habe eigentlich ganz normal geredet. Okay. Und wir sind auf Daytona schon wieder mit ähnlichen Autos wie in der letzten Folge, aber auch nur ähnlich, denn wir sind jetzt in dem Cadillac Hashtag 31 DPI und sind jetzt hier mit 943er LI unterwegs und das ist eigentlich auch das Auto, was hier am meisten verbreitet ist, zusammen mit dem anderen Cadillac, dem gelben, vom Thumbnail, vom Titelbild, der 2 LI weniger hat, also generell ein sehr starkes Fahrzeugfeld hier, sehr schnell unterwegs. Und ja, die Rundenzeiten sind so 6-7 Sekunden schneller als in der letzten Folge, das nehme ich schon mal vorweg. Ja, das kann sehr gut sein. Wir sind jetzt auch auf deutlich stärkeren Autos unterwegs, gegen die wir letztes Mal gefahren sind, um euch auch mal zu zeigen, okay, was macht das möglicherweise für einen Unterschied. Wir haben uns im Grunde auch dazu entschieden, wir werden dieselben Boxenstrategien fahren wie beim letzten Mal, damit da auch die Vergleichbarkeit da ist. Und ja, die Autos sind von der Geschwindigkeit her einfach schon eine ganz andere Hausnummer. Also meiner ging in der letzten Folge 280. Wer jetzt gerade im Moment auf mein Tacho schaut, sieht, da sind wir weit weg. Ich weiß nicht, was meiner in der letzten Folge ging, aber also, ja, wir haben ja den gleichen gefahren, also wird er auch 280 gegangen sein, ja. Ja. Wer jetzt meine Sicht sieht, sieht, dass ich die vollen Linien anhabe. Wer nicht weiß, warum, sollte sich mal die letzte Folge so gegen Ende angucken. Mehr sage ich dazu jetzt einfach erstmal nicht. Denn die Folge nehmen wir direkt danach auf. Für alle, die sich denken, hä, der hat doch in der letzten Folge was anderes gesagt, der wollte doch was machen. Ja, mache ich auch, wenn wir fertig sind mit Aufnehmen. So viel dazu. Wenn ich euch jetzt neugierig gemacht habe, guckt in die Folge davor, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Ja. Da gab es einen sehr schönen Fehler und wir sehen, du bist aus Mexiko zurück. Ich bin aus Mexiko zurück und ich habe im Rucksack noch ein kleines Geschenk mitgebracht für Forza Motorsport. Möchtest du wissen, was? Ja, sowieso. Und frag mich, was es ist. Ja, was ist es denn? Ja, du willst es ja gar nicht wissen. Du fragst ja nur, weil ich sage, du sollst fragen. Willst du es wirklich wissen? Geh schmollen. Nein, ich habe einen Spieltitel mit. Spiel des Jahres 2023 geht an Forza Motorsport. Hey, juhu. Nachdem ja schon das Spiel des Jahres 2021 aus dem Hause Forza hatten, aber jetzt das Spiel des Jahres 2023 wieder aus dem Hause Forza. Wie kann das passieren, Spadboy? Ja, ist ein gutes Spiel. Also zumindest in der Kategorie Rennspiel auf Rennstrecken. Der Runde gerade voll verkackt. Aber da verleihe ich jetzt offiziell den Titel Spiel des Jahres 2023 von mir für mich und somit ist Forza Motorsport jetzt offiziell ein Spiel des Jahres 2023. So. Wenn ich das sage und mich darauf berufen werde und irgendwer sagt, das steht ja nirgendwo im Internet. Doch! Das hat so ein komischer YouTuber, hat dann Spieletitelpreis tatsächlich dafür verliehen. Dann haben wir was, Bad Boy.
Ja. Bedeutet zwar noch nicht viel, so ein Spieletitel vom Spatboy, aber... Hä? Kommt ja vielleicht noch. Ist jetzt das Spiel des Jahres. Was ist das bei dir? Ja. So, da ist vorbei. P6, P8 für einen Moment. Und wie das dann im Rennen ausschaut, seht ihr nach einem kurzen Cut. So, und da sind wir im Rennen. Wie schon gesagt, Boxenstrategie, wie mit den langsameren Autos. Ganz gleich. Ja. Bremst der denn? Oh. Ja. Habe ich dich mit abgeräumt, sorry? Weiß ich nicht, aber irgendwer drückt mich hier komplett in die Wiese, weil keine Ahnung was. Also. Halt. Ja. Was wird das? Wenn ich jetzt mal so. Also. Ja. Entschuldigung, fehl mir die Worte. Ja, ich, in der ersten Kurve war ich es, der da so ein bisschen von innen kam. Ja, aber mich hat einer komplett bis an die Mauer rübergeschoben. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich meine, ich habe eigentlich gesagt, ich möchte es eigentlich nicht mehr so rumragen und sowas, aber wenn du das gesehen hast, die hat mich komplett bis in die Boxenmauer hintergedrückt. Aus welchem Grund er das auch immer getan hat, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Hat mich dann auch absichtlich gedreht, also... Ja. Ja, Gelinde ein bisschen die Worte. Eigentlich wollen wir es nicht machen, aber es sind halt so Situationen, da wir sind auch nur Menschen und klar ärgert man sich. Ist halt, da kann das Spiel nichts zu, da ist aber definitiv halt ein Punkt, kann man, da müssen wir jetzt auch nicht schönreden, das ist halt ein Punkt, da muss Forza definitiv nacharbeiten an Sachen, die absichtlich passieren, dass man es einreichen kann oder dass die KI da vernünftig funktioniert und vor allen Dingen solche Leute trennt, dass die nicht in die beste Klasse kommen, ne? Das muss Folgen haben. Ja, eindeutig. Ja, ich war doch noch mal weit weg von ihm. Da war auch schon Kontaktgeräusch. Jo, jetzt heißt es nach vorne arbeiten. Aber mein Vordermann hole ich im Moment ganz gut auf. Also wenn ich die Kurve irgendwann nochmal in dem Leben kriege. Und wieder ins Gras. Schon wieder ganz gut Sichtkontakt aufgebaut. Hier ins Pausenmenü. Finde ich jetzt auch nicht ganz so blöd. Den nächsten müsste ich irgendwie auch fast gleich haben. Im Platz bist du? Ja, 18 im Moment. Ah, okay. Sorry. Also leider auf die Ideallinie zurückgerutscht und ich bin natürlich in die Ideallinie gefahren. Tut mir sorry, war keine Absicht. Aber die Autos sind einfach schnell. Muss man einfach sagen. Ja. Ich fahre hier aktuell auf P5 und führe hier gerade das Feld hinter mir an. Nach vor mir ist ein bisschen Platz. Also best of the rest? Ja, sozusagen.
da, der wollte anscheinend irgendwie oder hat sich verbremst. Auch möglich. Auf jeden Fall musste er ziemlich stark auf der Wiese in die Eisen gehen. Das hat ihm auf jeden Fall Plätze gekostet, glaube ich. Eine Kurve mal, Schikane mal vernünftig angebremst, über eine Sekunde auf den Vordermann geholt. Tendenz sinkend. Also ich kann hier nicht die gleiche Reifenstrategie fahren. Nicht? Nee. Weil ich jetzt in Anfang der vierten Runde bin und hinteren Reifen schon rot sind. Ich habe jetzt, also ich denke mal, ich werde schon mit schwarzen Reifen, also von der Anzeige her schwarz, so in die Box fahren. Ja, du wolltest doch eh einen Undercut machen, oder? Ja, das war die andere Alternative. Die werde ich jetzt auch nutzen. Also eigentlich wollte ich ja wieder Soft-Soft, aber... Na, oder? Das wird eine ganz spontane Entscheidung. Ja, da habe ich kurz gebremst, wenn mein Hintermann nicht ersichtlich, der ist mir ein bisschen draufgeschossen. Mein Fehler an der Stelle, obwohl er mir draufgefahren ist. Ganz klar. Ah, 3 weit in die Schikane, nein. Au. Okay, komm, ich zieh durch. Ja. Das Rennen läuft dezent suboptimal. Mich hat einer in der Schikane voll abgeschossen, weil ich ein bisschen früher vom Gas bin. Um den Vorderleuten nicht reinzuschießen. Ich hätte das nicht tun sollen, Metzo. Was denn? Die fünfte Runde mit den Soften. Nee, das war keine gute Entscheidung. 5 Runden mit Soft? Nee. Kann ich nachvollziehen, dass das keine gute Entscheidung ist. Ging ja im letzten mit den etwas weniger PS-starken, ging's ja. Aber da war es auch hart an der Grenze halt. Und genau diese Grenze ist überschritten. Ja. Ich meine, die Autos haben einfach mehr Leistung, bauen von den Reifen her stärker ab. Ja, und das merkst du. Ja, die Frage, gehe ich jetzt trotzdem auf Mediums? Ja, ne, macht Sinn. Ja, Runde 5 auf jeden Fall. Nee, ich will nicht in der letzten Runde nochmal so... Sekunden verloren. Auf der einen Runde mit den schlechten Soften? Ja. Ja, ist fies. Und das 7 fies. Plätze. Und wie viele hier gerade in die Box gehen. Okay. Ja, also meine Mediums sind nicht gut, aber im Moment halten sie noch. Für einen Overcut. Ja, ich fahre jetzt halt mit Mediums wieder raus. Hätte ich eine Runde früher machen sollen schon. Hinterher ist man immer schlauer. Eben. Also mir hat es leider nicht wirklich was gebracht. Ich habe genau einen Platz gewonnen. Aber gut, das Rennen läuft sowieso nicht vernünftig, optimal. Ich werde aber wahrscheinlich jetzt in der Runde auch in die Box gehen, weil... Ja, ich bin direkt hinter dir. Mhm. Weil die Mediums doch schon zu stark abbauen. Für meinen Geschmack. Alter, da... Die Mediums merkst auch den Unterschied hier.
Ja, den merkst du definitiv. Ich meine, bin im Quali auch soft gefahren und war halt, wow, schon fies. Also ich hab derweil einen vollständigen Gripverlust auf der Hinterachse. Gerade in die Steilwand rein. Die Karne wird lustig, bin ich mir sicher. Sagt mir gerade schwere Reifenabnutzung, okay. In Runde 6, das war mit den anderen Autos auch anders. Also hier der Overcut nicht wirklich möglich. Ja, aber dann wäre aber auch der Undercut auch nicht möglich, wieder andersrum, ne? Ne, wäre der genauso eklig. Richtig. Wir gehen wieder auf Mediums und nehmen ein bisschen mehr, wieder mehr Sprit mit. Ich weiß nicht, ob bei den Autos dann vielleicht soft die Meter gewesen wäre tatsächlich. Aber hast du wieder zu viel Boxenstops? Ja, eigentlich Gefühl. Eigentlich hast du zu viele Stops drin. Und ich finde, dass die Mediums nicht so den wahnsinnig schlechten Grip haben hier. Naja, eben die Zwischenzeit hat aber schon gesagt 0,7 langsamer als beste, also wenn ich jetzt sage, wenn man jetzt sagt, dass man eine Sekunde langsamer ist, oh, das könnte sich fast ausgehen. Ja, also bei 12 Runden wäre es halt ohne Frage. Ja, das wäre auch sowas. Da könnte Forza gerne nochmal ein bisschen nachbessern. Die Rennen ein Stück länger machen, die Reifen ein bisschen länger oder dem Boxenstopp ein bisschen kürzer. Wäre vielleicht das Einfachste, um das Ganze noch ein bisschen besser anzugleichen. Ja, ist möglich. Ich glaube, die grundsätzliche Problematik ist ja, dass die Reifen in den Online-Multiplayer-Rennen ja nur sehr, sehr kurz halten. Wir haben ja in den Community-Rennen am Montag gesehen, dass die soften Reifen ja zum Teil eine halbe Stunde halten. Ja. Auf der Strecke, und die Differenz ist halt schon gravierend, die sie da in den Online-Multiplayer-Rennen halt anbieten. Ja, es wäre halt schön, wenn es einfach längere. Sie müssten ja noch. Ich meine, das Ganze selbst, also das Ganze organisieren, was sie machen. Schön und gut. Aber rein theoretisch würde es ja reichen, wenn die Spieler selber ihre Rennen erstellen können. Selber, guck mal, also jetzt so für euch, wir gucken immer, was nehmen wir denn auf, wann fängt denn was an. Wenn wir einfach selber eine Lobby erstellen könnten, sagen könnten, dann und dann startet das Rennen. Die und die Strecke, die und die Autos erlaubt. Das würde ich gut finden. Du meinst, die dann öffentlich einfach zur Verfügung stellen, genau. Die dann Veranstaltung? Ja, wir auf jeden Fall. Von mir aus könnten sie es auch so machen, wie es in ACC ist, dass du, wenn du das machen willst, dass du selber einen Server stellen musst. Dann hätten sie das Problem auch nicht. Ja, ist richtig. Würde, denke ich mal, auch keiner meckern, weil ich meine, Server für ACC zu stellen, da brauchst du jetzt nicht so viel für, das kannst du mit jedem Rechner, mit einem richtigen Tool. Also ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber ich kenne Leute, die wissen, wie es geht. Oder wir, ne? Also das wäre, glaube ich, gelassen. Weil ich gerade die Sorge, letzter zu werden, brauche ich im Endeffekt nicht haben. Der nächste hinter mir ist 116 Sekunden weg. Und vor mir komme ich
nicht so richtig ran. Zumindest nicht mit den Fahrfehlern, die ich mir im Moment erlaube. Mitten in der Schikane. Nochmal einkassiert. Und so wie es aussieht, scheinen die Getriebeabstufungen, die ich vorhin gemacht habe, durchaus eine Wirkung zu zeigen. Ja. Jede Runde ein paar km/h. Ziemlich gut an die Leute ran. Side by side durch die Schikane. Hat funktioniert. Also zumindest noch P15. Weiter raus. Führe ich gerade so das letzte Grüppchen hier an. Dann nehme ich ihm eigentlich ganz gut Zeit ab, also da kriegt er mich nicht mehr. War die Schikane schlecht? Bei Mezzo läuft die Uhr auf jeden Fall noch. Ja. Müsste aber eigentlich auch gleich durch sein. Jo, und das ist vorbei auch bei mir. Ja, ja. Eigentlich einen doch noch P14, okay. Ja. Eigentlich enttäuschend, aber das lag am Rennstart. Ja, gut. Sehr, sehr schade. Ja. Aber so ist es. That's life. That's Rennsport. Ja. Gestartet wirklich mit 22 ins Ziel gekommen. 16, wenn der letzte da auch noch durchgefahren ist. Tja. Ja. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende der Folge. Ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr nicht genug gesehen habt, guckt auf jeden Fall in die andere Sicht. Steht unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit würde ich sagen, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Super. Tschüss. Servus.